Ich persönlich glaube ja, dass sich Horst Seehofer nicht halten können wird. Ich glaube in letzter Konsequenz wirklich, dass unser Heimatminister bald heimatlos sein könnte. Dass, ja, dass diese Frage beantwortet wird. Diese Frage, die es gerade gibt in der Union. Diese Frage, wohin mit Opi? Es ist diese Frage, die sich gerade alle stellen. Und es ist völlig klar, dass Seehofers Politikstil bei den bayerischen Wählern auf Widerwillen gestoßen ist. Und dann stellt der sich hin nach dieser Wahl und sagt Folgendes. Ich führe auch heute keine Personaldiskussion über mich. Ich führe auch heute keine Personaldiskussion über mich. Es ist wirklich, es ist genau der Satz, der mir damals gefehlt hat mit 16. Als Sabine mit mir Schluss machen wollte. Es ist genau der, ich führe auch heute keine Personaldiskussion über mich. Es ist genau der Satz. Mann! Genau der Satz. Es ist ein Powersatz. Ein echter Powersatz. Seehofer ist der Hauptschuldige für dieses aktuelle Debakel der CSU. Und trotzdem sieht er, Stand jetzt, keinen Grund, den Hut zu nehmen. Was soll das? Alles hat ein Ende, nur der Horst hat keins, oder was? Im Flüchtlingsstreit wollte Seehofer nichts lieber als abschieben. Und jetzt schiebt er nicht ab. Auch bei der SPD gibt es noch keine personellen Konsequenzen nach diesem Ergebnis. 9,7%. Ja, 9,7%. Damit steht die Partei in Bayern klar auf Platz 1. Auf der Liste der vom Aussterben bedrohten Arten. Gleich auf mit dem Eichenheld Bock und der gefleckten Schnarchschrecke. Vielleicht sollte es die SPD so machen wie die CDU in den Bayern einfach nicht mehr antreten, oder? Nach diesem Flop. Ne? Ich meine, man hört ja immer, ja, der Flop, klar, es ist ganz natürlich, die Volksparteien sind in der Krise, deswegen baut auch die SPD ab, es gibt eine allgemeine Krise der Volksparteien. Okay, mag sein, aber wenn wir uns nochmal erinnern an den Anfang des letzten Jahres, Anfang 2017, der Schulz-Zug fuhr gerade los und die SPD lag auf einmal bei 32% in den Umfragen. Aus heutiger Sicht unvorstellbar. Die lagen zum Teil knapp vor der CDU. 32% in Umfragen. Das war damals möglich. Weil man da jemanden an der Spitze hatte, der wie ein Versprechen für einen Neuanfang war. Ein emotionaler Mensch mit Leidenschaft und einer echten Biografie. Und was ist dann passiert? Dann wurde Martin Schulz von all den Apparatschicks in der Partei so ausgebremst und abgeschliffen, dass er nur noch verlieren konnte. Und jetzt haben sie Olaf Scholz und Andrea Nahles, die den Job nur haben, weil kein anderer mehr da war. Also wer immer noch ernsthaft glaubt, dass Andrea Nahles die SPD rettet, der glaubt wahrscheinlich auch immer noch, dass Markus Lanz Wetten, das rettet. Und was passiert, wenn man Andrea Nahles auf ihre eigenen Fehler anspricht? Wo haben Sie da Fehler gemacht? Also, mir würde was einfallen. Ja, mir würde schon, das eine oder andere würde mir einfallen. Der ein oder andere Fehler, erst kungelt sie mit Martin Schulz aus, dass er Außenminister wird, obwohl sie Schulz vorher festgelegt hatte, dass er nicht in die Regierung Merkel eintritt. Dann stimmt Andrea Nahles der Beförderung von Hans-Georg Maaßen zum Staatssekretär zu, obwohl sie eigentlich versprochen hatte, ihn rausschmeißen zu lassen. Oder jetzt das jüngste Beispiel, 3 Tage nach dieser desaströsen Wahl macht Andrea Nahles, womit Schlagzeilen, sie lädt ein zum Gründungstreffen des Parlamentskreises Pferd. 4 Rufe für den Wahlsieg. SPD setzt auf Reiter. Es gibt jetzt einen Parlamentskreis Pferd. Schließlich gäbe es über 1,6 Millionen Reiter in Deutschland. Das ist die Argumentation. Und wie ein SPD-Abgeordneter richtig angemerkt haben soll, es gibt in Bayern inzwischen sogar mehr Pferde als SPD-Wähler. Also, warum nicht ein Parlamentskreis Pferd? Ich sag mal, es gibt Instinktpolitiker und es gibt Andrea Nahles.